Melanie Müller packt aus. Die 26-Jährige bringt jetzt ihr erstes Buch heraus. Mach's dir selbst, sonst macht's dir keiner, heißt das Werk, in dem die TV-Blondine jede Menge Stoff aus ihrem Leben enthüllt. Swingerclub-Besuche sind dabei noch der harmlosere Teil. Das pikante Geständnis der RTL-Dschungelqueen, sie arbeitete als Escortdame und bot Sex gegen Geld. Auf Mallorca soll das Ganze geschehen sein. Dass sie in der Vergangenheit in Pornofilmen vor der Kamera stand, hatte sie schon zugegeben, als sie beim Bachelor im Fernsehen nach der großen Liebe suchte. Damals sagte sie: Ja, ich hab's halt gemacht. Es ist mir natürlich unangenehm, aber ich stehe offen und ehrlich dazu. Ich werde jetzt nicht sagen, nein, das war ich nicht. Ich stehe halt offen dazu und es ist vorbei, Ende aus. Doch warum packt Melanie gerade jetzt über ihre Schmuddelvergangenheit aus? Ein Grund könnte wohl das liebe Geld sein. Wer jetzt Lust auf Melanies Biografie hat, dem wünschen wir viel Spaß beim Lesen, wenn's denn sein muss.